Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Heute mit einer kleinen Spezialfolge. Guten Tag, Kleine. Und zwar werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ihr, ja, ich sag mal wirklich fast jedes Urlök-Spiel, also dieses Würfelspiel hier, wie ihr tatsächlich fast jedes Spiel gewinnen könnt. Das ist gar nicht schwer. Aber ich weiß, dass man sich teilweise sehr schwer tun kann mit diesem Würfelspiel. Es gibt einen einfachen... Naja, es ist ja nicht mal ein Trick. Aber eine einfache Möglichkeit tatsächlich, um diese Spiele zu gewinnen. Und die ist auch zu... Ich weiß nicht, 90% oder so funktioniert das auch. Wahrscheinlich werden wir gleich, wenn ich euch das zeige, genau diese 10% haben, wo es nicht funktioniert. Aber es funktioniert halt größtenteils immer. Das ist mal so ein Schema, nach dem ihr das spielen könnt. Und... ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Komm schon, würfeln hat noch niemandem geschadet. Das müssen wir sowieso machen. Den haben wir noch nicht besiegt. Hier kenne ich gut. Erlück, dafür braucht man Geschick oder Glück. Wie wär's? Sehr gerne. Fangen wir an. Ich bin gut. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Also. Wichtig. Ist auf jeden Fall, eigentlich braucht ihr nur Thors Schlag. Ihr braucht wirklich nur Thors Schlag. Diesen ganzen anderen, das ganze andere Zeug ist nett, aber es braucht ihr nicht unbedingt. Wir starten einfach mal direkt. Kleinen Moment. So. Also, wir starten mal direkt. Wir nehmen einfach mal Kopf. Wir beginnen sogar, das passt. Also, das Einzige, was ihr eigentlich tun müsst, ist würfeln. Nein, also ihr würfelt und nehmt immer nur, egal was es ist, die Dinger raus mit euren Marken, ne? Die nehmt ihr einfach raus. Oh, hier ist auch noch eine. Und bestätigt dann. Ist egal, was bei rauskommt erstmal. Wirklich, es ist egal. Auch wenn er jetzt hier Boah sagt. Das lassen wir. Noch ein Versuch. Haben wir sogar noch einen bei. Es kann halt sein, also man zieht den ein oder anderen Lebenspunkt, zieht man auch so schon ab. Wichtig ist, dass wir einfach Marken sammeln. Und zwar werden wir so viele sammeln, bis wir einmal den 12er, bis wir 12 Stück haben, den 12er Torschlag machen können. Und teilweise, wie viele Steine haben wir insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 15 Steine haben wir insgesamt. Und 12 ziehen wir ihn damit schon ab. 8, Entschuldigung. 8 ziehen wir ihn damit ab. Es kostet 12 Energie. 8 ziehen wir ihn ab. So. Da bleibt nicht mal viel über und ein paar ziehen wir hier schon ab. Und wenn wir dann wollen, können wir halt dann nochmal auf den Schlag setzen. Oder halt so irgendwie den Rest abziehen. Wir werden es einfach mal so probieren jetzt. Es klappte sehr oft. Überraschend gut, muss ich sagen. Da wir noch keine haben, müssen wir es eh überspringen. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was bei rauskommt. Wie gesagt, man kann natürlich auch einfach Pech haben, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ein bisschen Glücksspiel ist es auf jeden Fall ja auch. Und bei den Marken ist immer ein so ein Stapel, sind glaube ich immer 5 Stück. Das heißt, wir brauchen, sagen wir mal, 3 Stapel ungefähr. Wieder die mit den Umrandungen rausnehmen. Wo wir Marken für bekommen. Das machen die Gegner übrigens auch ziemlich oft. Außer es ist ihr letzter Wurf. Cool, da haben wir noch 2 bei gehabt. Segnungsphase, das überspringen wir wieder. Blöd ist natürlich, dass er jetzt schon reichlich Marken hat. Wir probieren es trotzdem weiterhin. Und wir haben... nicht das beste Glück gerade.
Evans Schaden machen. Den blocken wir, Gott sei Dank. Naja, gut, nicht alles. So, wir haben jetzt schon mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Marken. Das heißt, wir überspringen auf jeden Fall nochmal. Ja, er macht uns natürlich auch ein bisschen Schaden jetzt. Scheiße. Er macht uns jetzt 4 Schaden oder so, ne? Wir machen ihn in einem Schaden. Aber wir haben genug Marken für einen großen Schlag. Wir haben jetzt 15. Das heißt, wir können einen großen Schlag schon mal machen. Wir werden trotzdem weiter nach dem Prinzip hier handeln. Das war ein guter Wurf. Wie gesagt, ein bisschen Glück muss man auch haben. Da kriegen wir reichlich Marken. So, das hat auch noch nichts gebracht. Warten wir nochmal ab. Er hat nicht so viel. Vielleicht kriegen wir auch noch eine. Leider nicht, aber das sollte reichen. Und jetzt können wir zum großen Schlag ausholen. 8 Schaden. Er macht auch nochmal einen Schaden. Wir machen aber auch nochmal einen Schaden. Und jetzt sollte es aber trotzdem noch reichen. Für den großen Schlag. Bam. Der Sieg gehört so gut wie mir. Du beherrschst das Spiel. So, wir müssen nur noch 5 Steine abziehen. Jetzt kann man halt gucken, wie man es macht. Wir können tatsächlich, wir haben 8 Marken. Ne, wir können tatsächlich ihm auch 5 abziehen. Wenn wir jetzt nochmal Marken sammeln. Das sollte tatsächlich schon reichen. Und ihr habt gesehen, man macht zwischendurch auch mal ab und zu Schaden. Sowieso zieht man mal das eine oder andere Steinchen ab. Und wir hatten tatsächlich noch ein bisschen Pech sogar, glaube ich. Was das angeht. Und das sollte reichen. Er klaut uns auch keine Marken. Das sollte reichen, um noch einen zweiten, also an dem mittleren Schlag zu machen. Und damit dürfen wir das Ganze gewinnen. Wir könnten sogar einen großen Schlag machen nochmal. Und guck mal, er hat jetzt noch 4 Lebenspunkte. Uns zieht er noch 2 ab, was nicht so schlimm ist. Wir klauen sogar noch eine Marke. Und jetzt machen wir 5 Schaden. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. Ich werde immer besser. Wie hast... Was? Nein! Nochmal! Ich hab mir genug. Fürs Erste. Nice. Das war tatsächlich auch schon die kleine Spezialfolge. Das hat ja besser geklappt, als ich dachte. Ich dachte, vielleicht erwischen wir genau jetzt diesen Moment. Was? Was? Egal. Habe ich nicht zugehört. Ich dachte, vielleicht erwischen wir genau diese paar Prozent, wo es dann nicht klappt. Weil, wie gesagt, es ist auch immer ein bisschen Glücksspiel. Ein bisschen Glück ist immer dabei, was man würfelt. Man kann natürlich auch voll daneben greifen und halt gar keine Marken bekommen. Und der Gegner bekommt ganz viele. Und dann, dann ist das natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Dann hat man natürlich doch das eine oder andere Mal vielleicht schnell verloren. Aber wenn man da ein bisschen Glück hat, ein paar Marken bekommt, ne? Also ihr nehmt Thors Schlag. Konzentriert euch nur auf diesen Thors Schlag. Egal, was ihr werft, egal, was die Würfel zeigen, ihr nehmt immer nur die raus mit den gestrichelten Umrandungen und immer nur die, wo ihr dann Marken bekommt. So, und das macht ihr so lange, bis ihr ungefähr, ja, ihr müsst ein bisschen gucken. Also wir brauchen 12 von den Marken für den großen Schlag von Thors, von dem Thor. Brauchen wir 12 Marken, machen dann 8 Schaden, insgesamt gibt es 15 Lebenspunkte, bleiben dann noch 7 über, die wir dann noch runterkriegen müssen. Zwischendurch, sagen wir mal, kriegen wir eh immer so 2-3 schon runter durch die Würfel, die wir rauslegen. Da hat man ja auch mal einen Angriff zwischen. Und wie ihr gerade gesehen habt, wenn wir Glück haben, dann zieht der Gegner auch nicht zu viel ab. Ein bisschen zieht er natürlich auch ab bei uns, aber wir ziehen auch ein bisschen was ab bei ihm. Er wird eine Fähigkeit einsetzen, aber die wird einem nicht gleich umbringen. So, und wenn man es dann geschafft hat, ungefähr bei
sagen wir mal, nicht gleich 12 Marken. Es kann ja sein, dass er uns welche klaut, da muss man ein bisschen drauf achten. Deswegen habe ich gerade geguckt, das war 15 Marken, das heißt 3 so eine Stapel voll bekommen, ne? Ich habe nichts für dich, tut mir leid. Aber ich habe Tipps für euch. So, dass wir 3 so eine Stapel voll bekommen, dann ist man auf der sicheren Seite. Falls er uns doch mal die eine oder andere Marke noch klaut. Ich weiß gerade gar nicht, ob es eine Fähigkeit gibt, womit man Marken klauen kann. Das weiß ich gerade gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall fahrt ihr so ganz gut. So fahrt ihr ganz gut. Und wie ihr gesehen habt, einmal einen großen Schlag. Wir hatten noch 5 Lebenspunkte über beim Gegner. Und die haben wir so ganz schnell auch runterbekommen. Da wir eh noch ein paar Marken über hatten, dann noch eine Runde gemacht und noch ein paar Marken gekriegt. Und das hat schon gereicht, um den mittleren Schlag, der glaube ich 8 kostet und 5 Punkte abzieht, zu machen. Zwischendurch haben wir sogar einen abgezogen. Heißt, wir hätten nur noch 4 abziehen müssen, haben aber 5 abgezogen und zack, haben wir schon gewonnen gehabt. Das wird nicht bei jedem Gegner so einfach sein, aber im Großen und Ganzen könnt ihr so tatsächlich jedes Urlock-Spiel gewinnen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Das war jetzt ein kleines Spezial. Zähle ich jetzt trotzdem mal als Folge meines Let's Plays mit rein. Also wundert euch nicht, wenn da unten in der Beschreibung der Link für alle Folgen steht. Es ist ja so eine Art, es ist ja schon so eine Art Let's Play, beziehungsweise innerhalb des Let's Plays. Deswegen quatsche ich hier auch und mache jetzt nicht hier nur Text rein oder sowas oder irgendein Video, wo ich das gar nicht groß, ne, gar nicht sage einfach oder so, sondern mache das so mit ein bisschen Gebrabbel dazu. Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, schaut gerne auch ins Let's Play rein, lasst aber gerne Feedback da, Daumen hoch, Kommentar oder im besten Fall natürlich ein Abo. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich freue mich über jede Unterstützung, über jedes Feedback. Also schaut gerne rein ins Let's Play. Schaut auch gerne rein in andere Let's Plays. Aktuell bin ich gerade bei Genshin Impact und bei Twin Mirror, wo es gerade in Richtung Ende geht. Genshin Impact ist, glaube ich, noch lange kein Ende in Sicht, aber bei Twin Mirror. Und auch diese Spiele sind sehr lohnenswert zu schauen. Das war's jetzt aber ein bisschen mit Werbung. Dann würde ich sagen, vielen Dank und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Macht es gut. Tschüss.